wir sind heute in Brookhaven als super, super armer kleiner Mensch. Wir fangen an mit 0 Dollar, Euro, was auch immer eure Währung ist. Und müssen uns versuchen, hier hochzuarbeiten, damit ich irgendwann super reich sein kann, mein eigenes Haus besitze. Aber ich denke, wir sind hier erstmal in einer schwierigen Situation. Ich setze mich hier mal neben die Mülltonne, actually. So, das sieht ja eigentlich ganz gemütlich aus. Und ich hoffe, dass vielleicht jemand vorbeikommt, der mir ein bisschen Geld geben kann, damit ich hier einen guten Start kriege. Oh, ich glaube, da hinten, da rennt eine Ärztin rum. Die will mir, glaube ich, nichts geben. Die ist weit weg. Hier im Spawn sind auch gerade keine Leute. Oh, doch, die Ärztin kommt zu mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo? Hallo, brauchst du etwas? Ja, ich bräuchte ein bisschen Geld. Ich habe leider gar nichts und ich muss mir noch was zu essen kaufen. Hm, lass mich mal schauen. Oh, perfekt. Was für ein guter Start. Oh, vielleicht kann ich auch noch kurz was in meiner Mülltonne finden, was ich hier tauschen kann. Eine Sekunde. Ey, ich kann dir... Oh mein Gott, du hast Geld. Ich kann dir auch noch diesen Affen verkaufen, falls du Interesse hast. Ich habe hier nur ein bisschen Kleingeld, was ich dir geben kann. Oh mein Gott, danke schön. Hast du Interesse an einem Tauschgeschäft? Hier, dieser Affe, frisch aus dem Müll, könnte dir gehören. Hm, lass mal, behalte ihn ruhig. Okay, dann lege ich ihn wieder zurück, da wo ich ihn her habe. Soll ich dir noch etwas zu essen kaufen? Oh ja, das wäre super, perfekt. Oh, können wir zu Starbucks gehen? Ich hätte so gerne einen Donut. Klar. Oh mein Gott, heute ist mein Glückstag. Ich folge ihr jetzt einfach mal. Sie rennt direkt zum Starbucks. Und dann kann ich mir mein erstes Essen in Tagen holen. Und das wird super. Oh, vielleicht mit meinem extra Geld kann ich mir dann natürlich auch ein neues Outfit kaufen. Das ist ja direkt nebenan hier beim Rockstar. Aber lass uns erstmal was essen. Mm, lecker, lecker. Vielen Dank. Okay, dann Dankeschön für deine Gutmütigkeit. Ich gehe mir dann ein paar neue Klamotten kaufen, weil so kann ich natürlich nicht weiter rumlaufen. Da sehen die Leute ja direkt, dass ich obdachlos bin. Und ich möchte ja irgendwie früher oder später auch einen Job finden. Und das, ich glaube, so stellt mich keiner ein. Ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, mir hier das Billigste vom Billigen. Guten Tag, hi. Ich hätte gerne irgendwas, was weniger nach, ich bin arm und habe kein Geld aussieht. Vielleicht so ein bisschen Mittelstand. Oh, da hinten sind die billigen Sachen. Okay, ich habe genau 3 Dollar. Was kann ich denn für 3 Dollar kaufen? Kriege ich da eine Hose und ein T-Shirt? Ich kann bei den ausgemisteten Sachen schauen. Okay, Glück gehabt. Ja, für 3 Dollar kriegt man in einem Kleidungsgeschäft nämlich nicht allzu viel. Aber die nette Lady hier hilft mir ja. So, wie wär's hiermit? Moment, ich probiere es kurz an. Was? Das war bei den ausgemisteten Sachen? Ich meine, es ist nicht mein typischer Style, aber... es geht voll klar. Hä, danke schön für 3 Dollar. Ja, okay, ja klar, dann hier nimm mein Geld. Oh, wahrscheinlich an der Kasse. Entschuldigung, was bin ich hier unzivilisiert. Und dann mach's gut. Ich, bedanke mich. Hä, voll krass. Ey, wenn du noch andere ausgemistete Sachen hast, dann sag mal Bescheid. Ich habe zwar kein Handy, aber vielleicht kannst du einfach über die Straße brüllen. Ich heiße Ronja, bye bye. Ohne Mist. Es wäre nicht, was ich sonst angezogen hätte, aber... Sieht schon echt cool aus und es passt auch zu meinen blauen Augen. Ich sehe auf jeden Fall weniger aus, wie als würde ich auf der Straße leben, was ich immer tue, weil ich kein Haus habe. Okay, dann ist es eine weitere Nacht im Zelt unter der Brücke an meinem schönen Lieblingsort. Oh, was für eine erholsame Nacht. Oh, ich glaube, es wird jetzt auch langsam wieder hell hier. Okay, ich glaube, das ist meine letzte Nacht in diesem Zelt, die ich schlafen muss. Okay, mal gucken. Ich lasse es einfach hier zurück. Ich brauche das hoffentlich nie wieder, außer ich komme morgen wieder zurück unter meine Brücke. Aber ich werde alles tun, um mich hier ein bisschen hochzuarbeiten und ein bisschen Geld zu verdienen. Mal gucken, ob hier irgendwo jemand ist, der mir vielleicht einen Job geben möchte. Obwohl, ich gehe vielleicht erstmal in den Supermarkt und gucke, ob ich mir da einen leckeren Snack besorgen kann. Irgendwas zum Frühstück, damit ich erstmal wach werde. Vielleicht haben die Kaffee für mich. Oder, ach, keine Ahnung, irgendwas. Hallo? Okay, es ist keiner da. Oh, ich kann jetzt auch nicht einfach irgendwas nehmen. Ich bin zwar arm, aber ich bin kein Dieb. Okay, dann warte ich vielleicht einfach hier so lange. Oh, hi, willst du auch im Supermarkt was kaufen? Ja, wieso? Ich glaube, der hat noch nicht auf, aber wenn du möchtest, können wir hier zusammen warten. Ich habe auch nichts zu tun. Ich habe nicht so viele Freunde in der Stadt. Oh, naja, ich arbeite hier drüben. Wo drüben? Wo ist denn hier ein Arbeitsplatz? Oh, arbeitest du bei dem Bike-Shop direkt da drüber? Ich kann mir nehmen, was ich will. Oh, sag mal, Entschuldigung, aber wenn du dir alles nehmen kannst, was du willst, hast du zufällig Lust, mir einen Apfel oder sowas mitzubringen? Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja. Ich habe gar kein Kleingeld mehr. Ich habe alles für dieses Outfit ausgegeben. Hast du heute was zu tun? Nee, wieso? Du bekommst einen Apfel, wenn du im Laden aushilfst. Hey, da hätte ich schon gerne ein bisschen mehr Bezahlung für. Aber ey, super gern. Ich habe eh gerade keinen Job und bin ein bisschen knapp bei Kasse. Also vielleicht können wir da was finden. Na gut, wenn es gut läuft, darfst du bleiben. Ey, wie cool. Ich könnte meinen ersten Job haben. Zum Glück habe ich mir das neue Outfit gekauft.
Und ich kriege einen kleinen Apfel zum Frühstück. Den nehme ich mir dann einfach gerade schon mal. Einen leckeren, knusprigen, frischen Apfel. Mmh, so köstlich. Okay, sag mal, dann gehe ich vielleicht schon mal hoch in den Bikeshop und schaue mir die Lage an. Ich kenne mich eigentlich ganz gut aus bei sowas. Ich habe keine Ahnung von sowas, aber ich versuche hier meinen Job zu behalten, okay? Ah, okay. Hier jetzt also rein. Cool. Okay, okay. Hier ist der Bikeshop. Was muss ich denn wissen? Okay, du bist hier. Hier ist so eine Art Fahrradgestell. Hier ist noch ein grünes und ein rotes. Ich gucke mir nur gerade mal an, was ich alles verkaufen muss. Skateboards. Oh, die gehen sicher gut weg. Und hier hinten ist der Skate-Shop hinten dran. Oh, hier kann ich mir vielleicht gleich was so zur Küche machen. Oh, hier ist auch Snacks. Perfekt. Oh, ich glaube, es klingelt jemand. Wollen wir den reinlassen? Klar. Okay, warte mal. Hier. Okay, ja, keine Ahnung. Ich habe draußen keinen mehr gefunden. Ich glaube, die ist schon weggelaufen. Vielleicht hat sie nicht gewusst, dass es geöffnet ist hier draußen bei uns. Ey, kannst du mir gerade einfach sagen, was ich machen soll? Oh, ich mache vielleicht mal das Feuer an, oder? Das wirkt ein bisschen gemütlicher. Du musst den Leuten nur sagen, wie gut unsere Bikes sind. Ey, gar kein Problem. Ich habe jahrelange Skateboard- und Bike-Erfahrung. Das sollte passen. Okay, überlass es einfach mir. Ich kümmere mich hier um den Laden. Ich hole mir noch was aus dem Supermarkt. Alles klärchen, mach das. Ich stelle mich hier einfach an die Rezeption. Oh, da ist ja schon ein Kunde. Ey, willkommen im Bikeshop. Was kann ich für dich tun? Hi, ich brauche dein neues Bike. Gar kein Ding, wir haben hier verschiedene Modelle. Ich kann dir das grüne hier empfehlen. Das ist echt ein gutes, so wenn du ein bisschen mehr für Mountainbiking gehst. Ansonsten haben wir hier hinten noch ein Rennrad. Das ist rot und daran sieht man auch, dass es super schnell ist. Oder wenn du mehr ein alltägliches Rad möchtest, gibt es da hinten auch noch unsere Modelle. Hier blau und gelb und grün. Habt ihr weiß? Haben wir weiß? Lass mich mal im Lager schauen. Ich glaube, wir haben kein weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre mein erster Verkauf und es klappt direkt nicht. Fische. Oh nein. Okay, was ist, wenn ich einfach ein Bike nehme und ich male das an? Ey, das kann nicht so schwer sein. So, ich nehme mir hier dieses blaue. Ja, klar. Komm einfach gerade mal mit runter. Dann zeige ich dir das gerade. So, das hier wäre unser weißes Modell. Überhaupt gar kein Ding. Vielleicht kannst du das auch gerade einfach mal Probe fahren. Oh, das ist cool. Das würde dann einmal $500 machen, bitte. So, ich mache dir hier einmal kurz die Rechnung fertig. So, perfekt. 500 ist ein Schnäppchen, danke. Ey, ich weiß gar nicht, was der richtige Preis ist. Ich habe jetzt einfach nur so 500 gesagt. Wenn das ein Schnäppchen ist, verkaufe ich hier vielleicht unter Wert. Ey, ich brauche noch Geld von dir. Perfekt. Warte, das sind aber mehr als 500. Egal, ich nehm's. Bitte sehr. Jo, danke. Ich hoffe, das Fahrrad gefällt dir. So, dann gucken wir mal. Das hellblaue Fahrrad, was ich verkauft habe. Das kostet nur 200. Wir haben 300 Gewinn gemacht. Oh mein Gott, wie fantastisch. Okay, ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld anfangen soll. Ich wasche mir mal kurz die Hände. Ich gehe nochmal aufs Klo. Und dann sollte auch die Besitzerin wieder da sein. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Wie, es steht alles unter Wasser. Oh nein. Oh, das ist nicht, was ich wollte. Oh Gott, wieso steht denn das Haus unter Wasser? Hier läuft aus dem Aquarium. Das ganze Aquarium leckt. Oh nein. Ich habe es aber nicht berührt. Das ist nicht meine Schuld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier hinten auch. Alle Räume, das Schlafzimmer, alles steht unter Wasser. Ich hoffe, wie kriege ich das denn raus? Vielleicht schnell weg. Ey, ich hau ab. Hi. Ronja. Ey, da hinten das Aquarium hat ein Leck. Das ganze Ding steht unter Wasser. Guck schnell. Ach, das passiert ständig. Das heißt, ich bin nicht gefeuert? Ich ruf mal Billy an. Nee, nimm du dir den Rest des Tages frei. Okay, dann Dankeschön. Oh mein Gott, wie cool. Ich bin erstens nicht gefeuert und zweitens habe ich gerade einen Haufen Geld verdient. Und ich glaube, es ist genug, um mir mein erstes kleines Haus zu kaufen. Okay, ich habe hier mein eigenes kleines Grundstück und ich kann mir hier diesen coolen Wohnwagen leisten. Es ist auch dunkel, das heißt, ich muss heute nicht auf der Straße schlafen. Es ist zwar nicht viel, aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr viel besser als mein kleines Haus Zelt unter der Brücke. Wie cool. Ich schließe hier einmal ab, nicht, dass noch Leute reinkommen. Zack, zack. Ein Sofa, ein eigener Sitzsack, ein eigener Tresor. Da kann ich gar mein ganzes Geld reintun. Und natürlich mein eigenes Bett. Das wird so ein erholsamer Schlaf. Ah? Wer klingelt denn bei mir? Ha? Hallo? Kommen Sie gerade rein? Hi. Bist du die neue Nachbarin? Ja. Wer will das wissen? Wer bist du? Wohnst du neben mir? Oh, das Haus ist aber sehr gemütlich. Ich weiß, es ist nicht groß, aber ich arbeite gerade dran, ein bisschen mehr zu verdienen. Was hast du denn für ein Haus? Lass mal sehen. Oh, hier gegenüber. Oh, was ist denn hier los? Hier ist so eine Geheimagentenbasis. Wow.
Du gehörst nicht zu denen, oder? Haben wir hier irgendwas Kriminelles angestellt? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Wow, das ist ja eine richtige Villa bei dir. Oh, du bist sicher super reich. Ich bin Milliardärin. Oh, du bist Milliardärin? Wow. Hey, du hast ja nicht mal ein Auto, oder? Nein, ich habe ein Fahrrad, aber ein Auto kann ich mir nicht leisten. Komm mit, wir gehen shoppen. Warte, wir gehen shoppen? Wir gehen shoppen nach Autos? Okay, abgemacht. Oh, Entschuldigung. Das ist ein Sportwagen. Krieg ich auch einen Sportwagen? Oh mein Gott. Da sind wir auch schon. Oh mein Gott. Das sieht ja so cool aus, der pinke Sportwagen. Oh, der ist richtig, richtig hübsch. Denkst du, ich kann den mal Probe fahren? Warte, ich fahre den mal hier raus. Wow, der ist super schnell. Klar. Hä? Oh mein Gott. Und der könnte jetzt mir gehören? Wenn du ihn willst? Ob ich ihn will? Was für eine Frage. Ich gehe mal bezahlen. Oha, ich habe einfach einen pinken Sportwagen, der super, super schnell fährt. Amazing. Ich hatte noch nie ein Auto und erst recht keinen Sportwagen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich den kaputt mache. Oh, es ist so cool, eine Milliardärsnachbarin zu haben. Alles fertig. Ey, vielen, vielen Dank. Dann mal ab nach Hause. So, da wären wir zu Hause angekommen. Sag mal, Ronja. Ja, was gibt's? Willst du nicht vielleicht ein neues Haus? Doch, aber das kann ich mir noch nicht leisten. Ich arbeite jetzt zwar im Skate-Shop, aber ich bin jetzt nicht so reich wie du, obwohl ich jetzt diesen coolen Sportwagen habe. Zum Glück hast du ja mich. Oh, hier ist ein kleines armes Bettelmädchen. Ey, weißt du was? Dann schenke ich dir mein Haus. Sag ihr mal, hier, du kannst hier wohnen. Ich war ja mal genauso wie sie. Ich kann das voll nachvollziehen. Sie freut sich auch. Okay, wie cool. Und dann kann ich mir nämlich ein neues Haus bauen. Das ist sehr nett von dir. Ach ja, man muss ja wissen, wo man herkommt. Dann mal los. Okay, mein neues Haus baut. Wow. Das ist das Haus, das wirklich eine reiche Person hat. Ich kann mein Auto gleich in die Garage fahren. Amazing. Okay, warte. Hier wohne ich? Ich hab einen eigenen Kamin. Ich habe hier Kunstwerk an den Wänden. Ich habe 15 Schlafzimmer. Oh mein Gott, es gibt hier einen Fahrstuhl. Es gibt hinten eine Terrasse. Die Küche ist riesengroß. Was? Ich muss mir die obere Etage unbedingt angucken. Hier ist der Fahrstuhl. Hier geht's hoch. Ich habe mit dem ganzen Holz. Noch mehr Schlafzimmer. Ein riesen Badezimmer. Ich werde jetzt erstmal eine schöne Runde duschen gehen. Oh ja, das ist genau, was ich gebraucht habe. Leute, dann war's es aber mit dieser Folge Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch, da wir waren jetzt von arm zu reich zu superreich und sind jetzt in dieser krassen Villa, in der wir leben, haben einen Sportwagen hingefahren und eine beste Milliardärsfreundin. Ich denke, da kann man sich echt nicht mehr beschweren. Wenn ihr neu hier seid und uns noch nicht gemacht habt, abonniert doch gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und jetzt drückt auf den Screen, dann sehen wir uns im nächsten. Tschüss!